Man nimmt sich seine Schüler an die Hand, wenn sie denn dann kommen. Man versucht, ihnen zu helfen, man versucht, sie zu unterstützen. Man findet gute Worte. Ob das einfach Stress vielleicht mit Freundinnen ist, natürlich auch innerhalb der Klassen, da kommen auch viele dann. Der eine redet über den anderen und nicht mit und wie das dann so ist, gerne auch bei WhatsApp in Gruppen und so. Natürlich auch, wenn Stress zu Hause ist. Also das ist natürlich ganz oft auch der Fall. Und dann habe ich sicher auch diese Sachen, die so richtig an die Existenz auch gehen, ne? Wenn Jugendliche zum Beispiel wohnungslos sind. Die haben teilweise schon seit Wochen keinen Strom mehr, haben so gerade noch die letzten 2 Scheiben Toast im Schrank. Ne? Und dann ist natürlich auch, wenn sie keinen Strom haben, ne? Die Dusche ist kalt und so. Ne? Also das, wie auch immer die das machen. Ne? Sie kommen oft tatsächlich wirklich erst, wenn das schon seit 4 Wochen oder so der Fall ist. Da ist für mich vorrangig, die einzelnen Fakten abzuklären. Ne? Was ist mit Eltern zum Beispiel? Wo sind die? Warum sind die nicht zuständig? Also regelmäßig telefoniere ich dann mit Wohnbaugesellschaften zum Beispiel, ne? Um zu gucken, ob da irgendwas möglich ist für einen Schüler. Dann habe ich auch ganz häufig schon mit Firmen, mit Stadtwerken und so weiter telefoniert, um Ratenzahlungen zu vereinbaren oder auch zu formulieren, dass im Moment gerade gar nichts möglich ist, ob es okay ist, wenn man vielleicht, ne, so, also quasi einfach da mit den Schülern gemeinsam zu schauen, was muss als aller, also Prioritäten quasi zu sortieren, Handlungsprioritäten. Also in dem Moment, wo Leben in so ein Chaos stürzt, und es muss gar nicht so ein Chaos sein, da ist schon Schule auch irgendwann nur noch eine untergeordnet wichtige Rolle, ne? In der Seelsorge spreche ich ja eigentlich ganz andere Themen an. Da kehren die Schüler ja wirklich eigentlich so ihr Innerstes nach außen und zeigen mir nochmal ganz andere Seiten von sich. Und das ist ja gerade auch das Spannende, dass ich eben als Lehrerin diese Ebene gar nicht erreichen könnte, wenn ich die Schulseelsorge nicht noch zusätzlich machen würde. Als Religionslehrer an einer staatlichen Schule hatte ich für mich zumindest so das Gefühl, musste ich mich auch im Kollegium immer wieder rechtfertigen, dass dieses Fach überhaupt unterrichtet wird. Dann hieß es auch, ja, hier können wir mal eine Rallye-Stunde kürzen oder auch, ist jetzt auch gar nicht so ganz so wichtig, ob Religion unterrichtet wird oder nicht. Und das Fach Religion hat hier schon ein anderes Selbstverständnis. Ich finde auch, dass gerade dieses Fach für die Schüler sehr bereichernd ist, weil da eigentlich nochmal so eine ganz andere Ebene angesprochen wird. Es geht da nicht so um reines Faktenwissen, sondern auch um die individuelle Auseinandersetzung mit Glaubensfragen, die ja heutzutage auch in vielen Familien gar nicht mehr so angestoßen werden kann, weil die Nähe zur Kirche gar nicht mehr gegeben ist. Und den Schülern da die Möglichkeit zu geben, über den eigenen Glauben mal nachzudenken und auch eine eigene Position zu finden, finde ich sehr wichtig. Das sind teilweise sehr existenzielle Fragestellungen, also die Schüler auch in ihrem eigenen Glauben betreffen, wenn es zum Beispiel um Todesfälle gibt. Ich glaube, eine konkrete Antwort wollen Sie nicht, aber eine Stärkung auch meinerseits, dass ich sozusagen von meiner eigenen Überzeugung ein Stück weitergeben kann, mit dem Sie sich dann auch abfinden können. Mehr oder weniger, das kommt natürlich immer auf den Fall drauf an. Also Glauben anbieten möchte ich sowieso nicht, weil ich glaube, dass der Glaube an sich sehr persönliche Überzeugung ist und auch sehr individuell gestaltet sein kann. Aber ich finde es schon wichtig, so aus meiner Perspektive aus dem Glauben Kraft schöpfen zu können. Und ich möchte den Schülern einfach anbieten, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch davon profitieren zu können. Das kommt natürlich sehr darauf an, inwieweit sich die Schüler individuell darauf einlassen. Na, ob sie sagen können, der Glaube bringt mir was, ich kann daraus irgendwas schöpfen. Oder ob sie sagen, sie haben so negative Erfahrungen gemacht, dass sie am Glauben nicht festhalten können. Aber ich als Religionslehrerin oder auch als Schulseelsorgerin akzeptiere beides erstmal. Weil ich finde, dass man den Jugendlichen auch die Freiheit lassen muss. Man kann das Angebot machen, man kann sie hereinschnuppern lassen, um zu schauen, was ihnen gut tut, was sie davon gerne annehmen. Wenn eine Ablehnung kommt, muss man das aber auch so akzeptieren. Und ich finde, dann sollte man nicht bekehrend unterwegs sein. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe an. Also ich mache das normalerweise nicht so, dass ich Gesprächssituationen abbreche, auch wenn es so zwischen Tür und Angel, zwischen 2 Stunden schon mal ist. Das passiert ja auch schon mal. Aber ich versuche mir schon dann so die Zeit zu nehmen, dass die Schüler auch mit einem guten Gefühl weggehen und denken, dass das, was sie so vor mich gebracht haben, auch ernst genommen worden ist und dass ich ihnen da vielleicht auch eine Möglichkeit zeigen konnte, wie sie damit weiter umgehen können. Es gab einen Fall, den ich als für mich persönlich unglaublich herausfordernd erlebt habe, weil er die Überprüfung meiner eigenen Moral von mir gefordert hat. Es ging um Leben und Tod, tatsächlich. Es ging um einen Schwangerschaftsabbruch. Weil ich aber auch so groß geworden bin, dass das macht man nicht.
das ist Mord, das ist, ne, das darf man nicht. Und das sind ja Wörter, die sind ja, die lassen nichts anderes zu, als zu sagen, ja, dann darf man das auch nicht. Mord ist ja schließlich Mord, ne? Das ist ja eindeutig. Und da bin ich sehr herausgefordert gewesen, ja, wie gesagt, auch meine eigene Moral wirklich zu hinterfragen, auch meinen Glauben nochmal auf den Prüfstand zu stellen und nochmal ganz neu und auch nochmal in einer ganz anderen Bedingungslosigkeit zu verstehen, dass keiner von uns hier auf der Erde derjenige sein darf, der bewertet, was andere tun, der verurteilt, was andere tun, sondern dass ich dafür einen Gott habe. Das hat mich viel gekostet, auch viel Auseinandersetzung zu Hause. Wobei ich tatsächlich ja auch sehr schön finde, diese Auseinandersetzung gehabt zu haben, weil es mich nochmal in eine ganz andere Freiheit auch geführt hat. Ich finde es sehr bereichernd, Menschen nicht verurteilen zu müssen oder beurteilen zu müssen für das, was sie tun, für das, wer sie sind, sondern einfach zu wissen, über all das hinweg hat Gott sie geliebt und hat Gott sie geschaffen und wer bin ich, dass ich Dinge verurteile, die andere tun. Und das fand ich wirklich, als ich für mich da angekommen war, dass das auch in diesem Bereich, also auch vor dem Hintergrund von ne, Leben und Sterben greift, da war ich total überwältigt. Das christliche Menschenbild ist eigentlich das Bild, was die Bibel uns Menschen vermittelt im Miteinander. Also für mich ist es da zum Beispiel ganz wichtig, auch jetzt im Hinblick auf Schule nochmal darauf zu schauen, ja, was uns eigentlich als Schule ausmacht, so was auch ja, der Orden mit symbolisiert. Also dieses Menschen achten, stärken und auch qualifizieren. Also die Nächstenliebe steht ja eigentlich im Mittelpunkt. Mein Name ist Irina Rebbe und ich bin Schulsozialarbeiterin. Mein Name ist Anne Nau und ich bin Schulseelsorgerin.